Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe mir wieder Julian dazu geholt. Heute wird das nämlich mal andersrum gemacht. Letztens hat Julian meine Outfits bewertet und heute wird es mal andersrum sein. Ich bewerte die Outfits, die Julian mir rausgesucht hat. Ich werde sie gleich das erste Mal sehen und anziehen und gucken, was mein Mann so für einen Geschmack hat. Mal gucken, was da so rauskommt, was Männer so mögen. Das finde ich jetzt ganz interessant. Los geht's! Liebe Ladies, jetzt muss ich hier morgens aufstehen, ja, und das Video mitmachen, weil ihr euch das gewünscht habt. Was versteht ihr an Morgenmuffel nicht? Soll ich Produkte entwickeln oder soll ich hier ein Video mitmachen? Egal. Ab geht's, erstes Outfit. Madame? Komme. So. Also, was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe gesagt, ey, hast du nicht ein erotisches, classy, schwarzes Kleid, was einfach nur richtig cool ist und dazu hohe schwarze Schuhe? Und dann hat Alina mir das gezeigt und habe ich gesagt, na, das ist doch der absolute Burner. Liebe Leute, bitte einmal drehen. Es ist ja einfach herrlich, ja, diese wunderschöne Frau in diesem wunderschönen Kleid dazu, hohe, ganz normale Schuhe, ohne Schlag, ohne Scheiß. Ohne Schnickschnack, den man dazu braucht, ist doch ein Traum, oder? Ja, also ich gebe diesem Outfit, ja, und nicht, weil du mich immer so schlecht bewertet hast, eine 5,5. Soll es ein Scherz sein? Das soll ja wohl. Das ist das Beste, es ist tausendmal besser als deine. Ja, aber es ist total. Also, erstens ist man hier die ganze Zeit beim Zubringen. Das interessiert ja Männer nicht. Runter, hier habe ich es schön. Dann klebt er dran. Ja, also die Schuhe sind mein absolutes Lieblingsstück an dem Outfit. Ich liebe sie. Sie sind nur scheiße und unbequem. Aber sie sehen hübsch aus. So ist es ja meistens. Und ja, es ist einfach schon gefühlte 10 Jahre in meinem Schrank. Vielleicht habe ich es mir auch etwas übergesehen. Aber ansonsten... 5,5 für so ein Brett? Ja, vielleicht gehe ich auch eine 6. Okay. Du bist da mit, bis, wenn du irgendwo reinkommst, bist du das da. 5,5 von 10 ist eine Frechheit. Schreibt mal bitte in die Kommentare, dass das wirklich eine richtige Frechheit ist und einfach nur, um mir eine Retourkutsche zu verpassen vom letzten Mal. So, nächstes Outfit. Okay, meine Lieben. Da kommt endlich mein Super-Outfit. Guckt euch das mal an. Meine Fresse. Das ist der Shit. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingsoutfit. Also, wenn die Bluse, ihr die Bluse. Dann einmal ein Bewerbungsgespräch haben solltet, dann doch so, dann seid ihr eingestellt. Okay, also das ist der Shit. Ja. Ja, der, ich finde es noch ein Tick, vielleicht ist das die Bluse, die könnte noch ein Tick klassischer sein, also ohne Firlefanz. Dass ich eine hellblaue Bluse kaufe? Ja. Wollte er mir damit durch die Blume sagen? Ja. Aber ansonsten, also nee, das ist schon, also was würdest du denn sagen? Also ich mag es, so würde ich auch ins Büro gehen. Das heißt, ich gebe es eine 9 von 10. Boah, 9 von 10, siehst du, dann sind wir uns wenigstens mal einig. Das ist ja der absolute Kracher. Also bitte, hier muss ich ja früher aufstehen. Also das ist ja, also ein Traum. Jetzt sag doch mal bitte in den Kommentaren, ob das nicht wirklich der absolute Shit ist. Ist das nicht das, das ist doch ein Gewinner-Outfit, oder? Das ist doch ein richtiges Gewinner-Outfit, meine Damen und Herren. Einfach nur geil. Next. Okay, next. So Leute, jetzt kommt Outfit Nummer 3. Alina. Mausi, da fehlt was. Nein, nein, da fehlt nichts. Das ist genau das, was ich habe. Ey. Was ist denn das? Also, jetzt darf ich dir seine minus 10 geben? Das ist wie aus dem Musikvideo. I'm a single lady. Und ganz kurz. Also, die Einzelteile dieses Outfits möchte ich gar nicht bestreiten. Oh. 1A. Eine Boom Boom Leggings. 1A ausgewählt, Mausi. Deine Schuhe, die du nie anziehst, die einfach überkrass sind. Ich war für meinen Brunch von der Hochzeit, aber da habe ich mir doch den Zeh gebrochen. Da hatte ich ja dann Flipflops an. Aber ganz kurz, was soll man denn so rausgeben? Nein, das ist Selbstbewusstsein. Das ist, hey. So geht man jetzt auf die Straße und ich sag so, oh, ich gehe jetzt bei... Oder aufs Laufband. Ich gehe jetzt bei Reichert an der Kasse zahlen oder was? Also, liebe Leute, erstens, die Schuhe, die Schuhe sind der absolute Kracher. Das Problem ist, die sind wie so ein teures Gemälde. Ja, es wird einfach nicht verwendet quasi, ne? Wird nur angeguckt. Die Hose, dazu eine Leggings, ist super cool und oben rum... Da fehlt ein Shirt. Nein, ist ein bisschen luftiger. Liebe Leute, schreibt mal bitte in den Kommentaren, da fehlt überhaupt nichts. Bitte gib mir mal ganz kurz... Lauf mal bitte einmal hoch und runter. So. Hoch und runter. So, und jetzt wieder weg. Und ihr würdet sagen, das ist, obwohl vielleicht jetzt am Straßenrand wahrscheinlich straight aussehen. Nein, aber. Genau, ja, nein, da könnte aber stellt euch mal vor, ihr lauft so durch Miami Beach, durch South Beach. Da wird doch nichts irgendwie, wäre doch nicht speziell, wäre doch ganz normal. Jetzt mal abgesehen von Berlin. In Berlin kannst du nicht tragen, aber in South Beach, oder? So die Straßen runter, wo ist das Problem?
Okay, Mädels. Welche Punktzahl bitte? Erstmal die Bequemlichkeit der Schuhe bitte von 1 bis 10. Minus 10. Okay, cool. Und das Outfit? Das Outfit hat eine 3. In South Beach? Stell dir mal South Beach vor. Ich muss mir das in Berlin vorstellen. Nein. Okay, in Berlin eine 3 und in South Beach, was hat's da? Eine 4,5. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, das ist ja auch nur meine Meinung. Ihr könnt ja eure kundtun da. Eine Frechheit. Auf jeden Fall, die Einzelteile möchte ich gar nicht beschreiben. Also, die sind süß und super und schick und so. Aber wenn man hier noch bitte, gib mir ein T-Shirt und mir da irgendwie anziehen. Komm mal näher, ich will mal die Schuhe haben. Der absolute Shit. So. Warum haben die eigentlich keine... Haben die auch eine rote Sohle? Das gibt's ja nicht. Eine rote und einen weißen Hacken. So, okay, ich gehe mich dann mal wieder voll geil anziehen. Ja? Gut. Was anziehen wollte ich Next sagen. Outfit. Kommt jetzt mein Sportoutfit? Ja. So, Leute, jetzt kommt mein Sportoutfit. Da würde, da wundert ihr euch wahrscheinlich, warum es so nicht, genau, nicht aufreizend. Also ich finde es klasse, oben Langarm, ich weiß nicht warum. Also ich bin ja der Pulli, Langarm und so weiter bei Frauen oben auch. Ihr wisst, der schläft auch in Pullover. Ich, aber weil ich jetzt bei Frauen gut finde. So, und unten dann halt ein bisschen knapper. So, ich finde gut, wenn irgendwo knapp ist. Alles knapp ist, ja, ich gucke jetzt nicht weg, aber es ist nicht so, man sagt ja auch, Augen oder Mund sollte man betonen, ne, beim Schminken. Und das finde ich irgendwie bei den Klamotten auch. Woher ich sowas weiß, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich finde es mega. Was soll ich auch anders sagen? Wir haben es gemacht. Shorts von Boom Boom. Und was das Besondere ist, ist, man kann damit auch irgendwie Sport machen, weil sie sind etwas länger und man kann nicht in den Daumen gucken bei jeder Übung. Shirt ist, wenn ihr es habt, ihr werdet es lieben, weil es ist einfach, ihr könnt euch die ganze Zeit streicheln, weil es so weich ist. Darunter habe ich den Full Super angezogen. Da habe ich auch richtig viel Dekolleté im Hosi. Auch wenn ich hochgeschlossen bin. Ja, und Sportschuhe. So könnt ihr es theoretisch auf der Straße anziehen. Ihr könnt es auch mit ein paar anderen Schuhen einfach zum Sport anziehen, wie ihr möchtet. So, Schluss mit der Werbeveranstaltung. Was würdest du dem Outfit selber geben? Outfitsleine, 10 von 10. Nein, was soll ich denn sagen? 10 von 10 ist ja vernünftig. 10 von 10? Okay, Leute. So, das war das Sportoutfit. Ja! Und jetzt kommt das letzte. Und diese Werbung dann noch, ne? Man kann es einfach nicht lassen. Das war eine Frechheit, ey. Wirklich, also. So Leute, und wer mich kennt, der weiß ganz genau, eine Sache fehlt noch. Yeah. The shit. Guckt mal bitte. Ist das nicht krass? Also wenn ich das so sehe, macht es sogar dem Büro-Blusending Konkurrenz, ja? Also dem Bleistift. Siehst du, ich verhaspe mich schon. Meine Herren. Und ich bin sogar zugeknüpft. Etwas bieder. Ja, ich mag's. Also es wäre mein Büro-Outfit. Aber ich habe ja auch nicht viel im Schrank, was ich nicht mag. Du hattest es ein bisschen einfacher, weil ich kaufe die Sachen mir auch selber, deswegen mag ich sie ja. Soll das ein Scherz sein? Du hast Sachen drin, die Preisschilder dran haben, und zwar seit Jahren. Aber deswegen mochte ich sie trotzdem beim Kauf. Sehr, so ein Blödsinn. Ja, also mega. Was sagst du? 10. Sag jetzt eine Zahl. Okay, es ist eine 8 und das Blaue war eine 9, okay? Okay, cool. Ja, aber da würde ich mal sagen... Aber wieder Cheater unbequem. Mit. Ja, du musst aber anziehen. Ja, ich würde, was ich mache ist, ich nehme Flipflops, Ballerinas mit, gehe ins Auto und im Treppenhaus, im Büro wird dieser Schuh angezogen. Dann wird ins Meeting gegangen, sich hingesetzt und ansonsten ist es ein Steh- und Barschuh. Du meckerst, wenn ich mir teure Sachen hole, aber ich benutze sie. Das ist der große Unterschied. Und ich bewundere sie. Ja, so. Also, schönes Outfit. Insgesamt muss ich sagen, hat Julian da doch einen Geschmack bewiesen, auch wenn ich nochmal zum ersten Outfit zurückkomme. Ich finde es ja nicht schlecht. Es ist nur einfach was ich nicht so gerne mehr mag, weil es einfach schon 10 Jahre alt ist. Was? Komm her. Achso, Entschuldigung. Verabschiedung. Ja, das ist doch das letzte Outfit, oder? Achtung. Oh, Vorsicht. So, ja. Also. Vielen, vielen Dank dir erstmal, dass Sehr du wieder frühmorgens in deiner Muffligkeit teilgenommen hast. Und ja, jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Was ihr Und vielleicht. Wer bessere Outfits für Alina raussuchen kann, sie selbst Ganz oder kurz, ich? Ganz kurz, warte mal, meine waren die Sommeroutfits. Ist doch egal. Das Ding im Sommer jetzt anzuziehen bei 34 Grad würde ich jetzt nicht machen. Vor allem deine ganzen Langarm-Shirts. Ich glaube, ich hatte nur Langarmblusen dabei. Ich möchte eine Bewertung. Da schwitzt man sich ja tot. Ich möchte das ist bitte, gemein. Aber gut. Bitte, dass ihr sagt, wer macht es besser, Julian oder Alina? Danke. Okay.
Also, wer hat die schöneren Sachen eingekauft? Okay, also, ihr könnt ja mal vielleicht gucken, sagen, wer hat es bezahlt, aber du bezahlst es selber, das ist die Scheiße. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, erstens, welches Outfit euch am besten gefallen hat und vielleicht auch, ob euch das ein bisschen Inspiration für eure Outfits gegeben hat. Dann machen wir das mal weiter. Ich würde auch noch abstimmen lassen, Julian, pass mal auf, Julian sucht sich jetzt seine Sachen aus dem Kleiderschrank und wir bewerten die, oder? Bitte nicht. Schreibt nein, das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwas anderes von Alina und ihre Sachen. Die sind viel interessanter. Okay? Das können wir auch noch machen. Aber es ist doch ganz schön, wenn du jetzt mal hier auf den Sack kriegst. So, jetzt kommen wir zum Outro. Bis dann. Bis dann. Ciao.